da! Aspetta. Wir kriegen dich! Ich muss den Papst sehen! Seine Heiligkeit wartet oben in der Burg in seinen Gemächern. Geh mir aus dem Weg! Ich verstehe das nicht. Ich hatte eine frische Ladung Cantarella bestellt. Es tut mir so leid, Signora. Der Papst hat es an sich genommen. Wo ist der Papst? Er trifft Cesare. Komisch. Er sagte mir nicht, dass Cesare zurückkehrt. Dieses Mädchen macht nichts als Ärger. Wäre ich nur beim Stalldienst geblieben. Was für eine Familie der Papst hat.
gibt es kein Asyl für Schwachköpfe wie den. Ich muss müde sein. Was du bezahlen? Wo ist der lang gerannt? In Reichweite der Bogenschützen da oben. Aus dem Weg! Was ist hier geschehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Mein Geld! Meine Truppen! Fort! Wir alle kennen finanzielle Nöte. Auch die mit einem Heer. Habt ihr vor, mir Geld zu geben? Nein, hab ich nicht. Dann nehme ich den Edensplitter, um zu kriegen, was ich will. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das gabst du mir eindeutig zu verstehen. Bist du dir im Klaren, dass der Baron de Valois tot ist? Nein. Habt ihr? Welchen Grund könnte ich haben, ihn töten zu lassen? Hat er sich gegen mich verschworen? Mit meinem brillanten, treulosen Generalhauptmann? Das muss ich mir nicht anhören! Die Assassinen ermordeten ihn. Warum hieltet ihr sie nicht auf? Als könnte ich. Es war nicht meine Entscheidung, Monteriggioni anzugreifen. Es war deine. Es ist höchste Zeit, dass du Verantwortung für deine Taten übernimmst. Meine Leistungen! Trotz der ständigen Einmischung von Narren wie euch! Du gehst.
gehst nirgendwo hin. Ich habe den Edensplitter. Geht mir aus dem Weg, alter Mann. Ich gab dir alles. Und doch ist es nie genug. Cesare! Er will dich vergiften! Du hörst ja nicht auf die Vernunft. Vater, erkennt ihr denn nicht? Ich habe die Kontrolle. Wenn ich leben will, lebe ich. Was ich mir nehmen will, nehme ich. Und will ich euren Tod, sterbt ihr. Wo ist der Edensplitter? Halt! Ich weiß, wo er ist. Und du sagtest mir nicht, dass er ihn hat? Cesare, ich bin's, deine Königin. Du bist meine Schwester, mehr nicht. Wo ist er? Du hast mich nie geliebt. Wo ist der Apfel? Sag es! Tja! Sag's mir! Nun gut, Cesare. Ich komme durch. Ich will den Apfel! Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Weise Entscheidung, kleine Schwester. Ich komme durch das Fenster. Ich will den Apfel! Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Tue ich dir weh? Gib mir den Apfel! Er gehört mir, nicht dir! Ich will den Apfel! Weise Entscheidung, kleine Schwester. Requiescat in pace. Ich weiß. Ich weiß, wo der Bastard hin will. San Pietro. Der Pavillon im Innenhof. Hab Dank. Assassino! Cazzo! Um dich kümmere ich mich später. Thank you.
ist er! Packt ihn! Schneller! Lauft schneller! Dort! Schneller! Schon deinen Frieden mit Gott gemacht. Ich kenne den Mann. Sieht aus wie ein Hund, das den Koch entrinnen will. Pack ihn!
denn nicht?
sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch er lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Thank you.
wirst sie finden. Die sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten! Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Ein Kardinal verriet unter Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen.
Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Das werdet ihr noch bereuen! Assassino! Lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut. Aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Jetzt ist er! Pack ihn! Pack ihn! Jetzt! Meine Männer sagen, Cesare versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam.
sieht aus wie... Es hat einen schicken Schmeck. Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria! Vittoria! Vittoria. Meine Männer enttäuschen mich nicht. Sie wissen, was sie dann erwarten würde. Tötet ihn! Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Micheletos Heer marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No! 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 Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch, was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen. Du hast mein Wort. Buona fortuna, mein ältester Freund. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet.